Herr Krameri, ich freue mich, dass ich hier heute live mit Ihnen verbunden bin von Hawaii. Wir haben heute mal einen regenreichen Tag, deswegen können wir keine Palmen präsentieren, aber wir haben hinten die Weihnachtspalme. Ich hoffe, sie ist ein bisschen zu sehen. Können Sie mich gut hören? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wunderbar. Super. Ja, das Jahr 2016 geht ja mittlerweile rasant zu Ende. Wie viele haben die Amerikaner auch andere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, als sie sich gewünscht haben. Und damit unseren Challenge-Teilnehmern das Jahr 2017 wirklich zum besten Jahr ihres Lebens wird, ist das Thema unseres Interviews heute, was sind Ihre drei besten Tipps, dass die Challenge-Teilnehmer wirklich Ende 2017 sagen, das hat sich gelohnt, ich habe nicht nur Erfolg, sondern auch Erfolg, der mich erfüllt. Bevor wir einsteigen, ganz kurz, habe ich vergessen, was ist denn Ihre Kernkompetenz? Was bieten Sie an? Wofür sind Sie positioniert im Markt? Ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit hier des Interviews. Danke, danke. Ja, meine Kernkompetenz, bei mir geht immer alles um das Thema Erfolg. Ich habe darüber zig Bücher geschrieben zum Thema Erfolg, mache auch Seminare und so weiter, weil ich finde, nicht nur davon träumen, sondern hat auch seinen Erfolg leben, das Ganze umsetzen, so wie Sie das auch machen. Sie überwintern in Hawaii, ich überwintere in St. Moritz. Und ich finde halt einfach so diese Freiheit zu haben, aber nicht mehr zu müssen, sondern ein to five, sondern sich das wirklich selber einteilen zu können. Das finde ich einfach sensationell cool. Und das ist das, was einfach riesig Spaß macht, für Menschen da zu sein, Menschen an die Hand zu nehmen und einfach zu zeigen, hey, es gibt noch wesentlich mehr. Das ist so das, was mich einfach leidenschaftlich schon seit Jahren antreibt. Ja, ja, ich denke, es ist ja der Hauptpunkt, warum Menschen ihre Träume verwirklichen oder eben nicht, liegt immer im Inneren, im geistig-mentalen. Und das heißt, da sind Sie aufgestellt und helfen Menschen, sich größere Ziele zu setzen, mehr zu erreichen, etc. Ja, genau. Ich helfe ja, ich meine, in Form von Coaching, in Form von Schulungen, in Form von auch von passivem Einkommen, was ja auch für viele Leute ein wunderschönes Thema ist. Wie schaffe ich es einfach, passives Einkommen zu generieren, ohne dass ich immer Lebenszeit verkaufen muss? Weil das Rennen können wir definitiv noch verlieren. Ja, also passives Einkommen ist letzten Endes das Schönste, was es überhaupt noch gibt. Ja. Ja, da ist natürlich das Internet heute die mächtigste Marketingressource überhaupt. Ich sage immer, das Internet ist aus der spirituellen Welt uns in diese Zeit gebracht, denn jeder Klein- und Kleinstunternehmer hat über das Internet heute wirklich die gleiche Macht, die bisher nur die Großkonzerne hatten durch ihr gewaltiges Kapital. Und wer das nicht glaubt, gucken wir uns mal Unternehmen an wie YouTube. Viele haben das vergessen, ist 2005 an den Markt gegangen. 2006 für 1,65 Milliarden an Google verkauft. Das ist ein Start-up, den wir uns wünschen. Und hier kommt meine erste Frage. Sie haben ja auf Ihrem Weg auch viele, denke ich, Herausforderungen überwinden müssen. Viele denken natürlich, Erfolg kommt über Nacht. Was hat mal, ich glaube, ein Popmusiker gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und da ist meine Frage, was ist Ihr erster Tipp für die Challenge-Teilnehmer, dass die wirklich 2017 den Quantensprung schaffen, von dem jeder wahrscheinlich schon lange träumt? Ja, genau. Also mein Überbegriff ist einfach das Durchhaltevermögen. Und das sehe ich halt einfach, viele Leute haben kaum Durchhaltevermögen. Sie starten, sie fangen an, hören dann sehr, sehr schnell auf. Kaum gibt es Gegenwind, dann sind sie schon am Paniken. Und da geht es dann oft dahin, wo es heißt, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich muss mir was Neues suchen. Und das ist natürlich einfach völliger Schwachsinn. Ich bin einfach so der erste Tipp. Hab eine ganz, ganz große Vision und dann glaube dran. Bleib einfach dran. Never, never give up, ja. Weil wenn du aufgibst, wirst du es nie erleben und oft sind wir nur noch ein paar Schritte kurz davor. Ich mache das manchmal auch bei mir selber, wenn ich irgendwo merke, oh, ich habe so viel Gegenwind, dann helfe ich mir, indem ich mir sage, komm, noch einen Tag hältst du durch und dann noch einen Tag und dann habe ich nachher immer so viel Freude, wenn ich es geschafft habe, da komme ich einfach in eine andere Welt hinein und sage, siehst du, und hättest du damals aufgegeben, hättest du all das, was du jetzt hast, einfach nicht erlebt, ja. Und das ist halt einfach wichtig, dass man mit einer riesengroßen Vision reingeht. Und viele haben so kleine Wünschlein. Und bei kleinen Wünschlein ist einfach die Energie entsprechend auch klein. Und da darf man nicht erstaunt sein, wenn da auch nichts Großes draus entsteht. Ja, das sind ja eigentlich zwei Tipps. Einmal eine große Vision verfolgen statt einem realistischen Ziel. Ich selber habe vor 3 Jahrzehnten mein erstes Unternehmen gegründet. Damals war ich mittelloser Student und habe mir gesagt, in einem Jahr habe ich ein Unternehmen, das 1 Million Umsatz produziert. Und ich habe den Fehler gemacht, meinen größeren Brüdern von meinem Vorhaben zu erzählen.
Und die haben natürlich gesagt, ei, ei, jetzt ist der Kleine da in Frankfurt verrückt geworden. Allein nach einem Jahr war ich da und der größere Bruder war als erster gestanden und hat gesagt, ich brauche mal ganz dringend 50.000 Mark. Damals gab es noch die D-Mark. Also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns trauen, naiv wie die Kinder, wirklich unser Leben anzugehen und ohne die Filter unserer Glaubenssätze, was hat in der Vergangenheit nicht funktioniert oder was traue ich mir nicht zu oder was verdiene ich nicht, an unser Potenzial zu gehen, als wenn wir vom anderen Planeten landen und sagen, okay, was könnte ich in dieser Zeit, wenn ich das größte Potenzial aller Menschen in mir trage, verwirklichen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, denn Ziele sind die geistigen Formen, aus denen wir unsere Zukunft erschaffen. Was ist Ihr zweiter Tipp, Herr Krameri? Ja, mein zweiter Tipp ist, ich habe da eine Pitbull-Strategie. Ich halte darüber auch Vorträge. Das heißt, wenn ich mal eine Vision habe, wie Pitbull, festbeißen, einfach nicht mehr loslassen. Und wer einmal, damals gab es sehr, sehr viele Pitbulls, und wer das einmal erlebt hat, ich habe das damals erlebt mal, wo ein Pitbull einen anderen Hund gepackt hat. Und das war für mich irgendwie so eindrücklich. Ich meine, es war schrecklich auf der einen Seite, aber so als Metapher daraus. Und da habe ich für mich einfach gesehen, ey, genau so musst du es machen. Du musst zupacken und nicht mehr loslassen, ja, bis du am Ziel bist. Und die meisten packen zu und schon geben sie wieder auf. Und so kommen viele, viele Leute nicht voran. Ich erlebe das so oft bei meiner täglichen Arbeit. Da haben sie eine Vision, da fangen sie an und dann haben sie keine Pitbull-Strategie. Das heißt, sie beißen nicht sich dran fest bis zum Ende, bis sie es erreicht haben. Und wer halt aufgibt, ja, der hat dann halt immer das Nachschauen. Und dann heißt dann oft, ja, es ist nicht so einfach. Und ich finde es halt einfach schön, wenn es Gegenwind gibt. Ich vergleiche das auch mit einem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug abhebt, braucht es immer Gegenwind. Und je mehr Gegenwind wir bekommen, desto mehr Power können wir aufbauen. Und desto mehr wissen wir, mit viel Gegenwind und Power kommen wir automatisch in die Höhe. Also das lässt sich gar nicht verhindern. Ja? Also darum Pitbull-Strategie festbeißen. Gefällt mir sehr gut. Ich meine, viele haben am Tag 12 tolle Ideen, leider jeden Tag 12 neue. Und das ist genau das Gegenteil. Und der Punkt ist ja wirklich, dass man, was viele abhält, diese Pitbull-Strategie, wie Sie sie nennen, durchzuziehen. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt einfach nur Google AdWords an, wie der Said Shiripur. War letztens, hat einen Vortrag bei mir im Coaching, im Live-Coaching gehalten, sehr inspirierend. Mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, als aus dem Iran mit seiner Mutter, ohne die Sprache zu kennen, und macht heute, aktueller Stand, glaube ich, 2,6 Millionen mit einer ganz einfachen Strategie, die jeder lernen kann in einer Stunde. Aber da ist genau das zu sehen. Er hat sich festgebissen und gesagt, ich mache das so lange, bis es profitabel ist. Und das ist eben das, was viele nicht verstehen. Wir müssen den Mut haben, uns lächerlich zu machen. Wir müssen die innere Stärke haben, uns unabhängig machen von unserem Umfeld. Er hat auch erzählt, seine Freunde haben natürlich gesagt, ach komm, Said, vergiss es, das schaffst du nie. Und da steckt ganz, ganz viel drin. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Fokussieren auf eine Sache, die uns wirklich am Herzen liegt. Tolle Geschichte. Herr Krameri, Ihr dritter Tipp für die Teilnehmer, dass die Ende des Jahres 2017 nicht dort stehen und sagen, naja, ich habe wieder viel geträumt, aber der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Sondern zu sagen, das war wirklich das beste Jahr meines Lebens. Ja, richtig. Also es ist ja Durchhaltevermögen. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. Wieso hast du so wenig Durchhaltevermögen? Das heißt, du musst da durch. Du musst da durchgehen, du musst das aushalten, und dann kommst du erst zu Vermögen. Und viele Leute sind einfach nicht bereit, da durchzugehen. Ja? Genauso das, was sie gesagt haben, die Freunde, die lachen, das Umfeld, die Familie, wo sagt, hey, du hast sie doch nicht mehr ganz, blamier uns bloß nicht mit deinem Scheiß hier. Was machst denn du da? Das ist ja grausam und das wird nie funktionieren. Und da musst du durchgehen, es muss dir einfach wirklich ganz egal sein, was die anderen dir erzählen. Du hast so einen festen Glauben, einen unerschütterlichen Glauben, du gehst da durch, du hältst diesen ganzen Schrott, was die Leute erzählen, du hältst einfach aus und eins sei dir einfach gewiss, am Ende wirst du immer Vermögen haben, du wirst mehr Wissen haben, mehr können und du wirst auch monetär, wenn du so umsetzt, in Bereiche hineinkommen, wo nachher dann die guten Freunde, Familie kommen, so wie es bei ihnen dann auch war, die sagen, ey, kannst du mal Geld geben? Ja, ich habe schon immer gewusst, in dir steckt was ganz Tolles.
ganz großer, das wusste ich schon immer. Ja, dann kann man natürlich nachher milde lächeln, aber du musst am Anfang wirklich bereit sein, und das wäre einfach der Tipp an alle Leute von der Challenge, haltet bitte durch, geht da durch, haltet es aus und dann kommt ihr zu Vermögen, weil das kann gar nicht anders sein. Ursache und Wirkung. Die Saat geht immer, immer auf. Du wirst nur das ernten, was du gesät hast. Und da musst du einfach deinen festen Glauben dran haben. Und lass dich nicht beirren durch die Dummschwätzer, weil die werden dir sowieso nicht helfen. Ja? Such dir die Leute aus, die schon dort sind, wo du bist. Und dann richte dich nach ihnen und glaube dran. Glaube einfach an dich. Das war schon Tipp Nummer 4. Weil der Glaube an sich, das ist das Wertvollste, was man nur haben kann. Da stellt sich natürlich die Frage, warum haben bestimmte Menschen einen Glauben, der es mit der Ablehnung der ganzen Welt aufnehmen kann? Ich nehme mal als Beispiel Thomas Alva Edison. Der hat ja in einer Zeit gelebt, wo die Umgebung gesagt hat, der alte Edison ist verrückt geworden, der gehört in die Klapsmühle. Und andere sagen eine Idee und einer sagt, das klappt doch nie und schon sind sie vom Spielfeld verschwunden. Wie macht man das? Wie baut man so einen Glauben auf? Ja. Also ich hab da eine wunderschöne Devise. Ich tue mich jeden Tag mindestens einmal blamieren, ja, und das härtet dich irgendwann ab. Irgendwann ist es einfach egal, was die Leute sagen, weil ich habe ein Bild von mir. Man sagt ja auch im Volksmund, du wirst schon sehen, wo du hinkommst, wenn du so weitermachst. Ja, natürlich sehe ich das. Ich habe hier meine Big Vision vor mir und ich habe diesen festen Glauben und den Drang und den Wunsch, das einfach zu schaffen. Und dann ist es mir wirklich, wirklich egal und darum kann die Vision nie groß genug sein, und das wünsche ich mir auch für alle Teilnehmer. Bitte habt eine große Vision und macht euer Ding. Ja, es ist immer nur eine Zeit lang, wo du viel, viel Gegenwind hast. Plötzlich, wenn du durch die Turbulenzen durchkommst, dann kommst du in Gleitflug rein und dann geht es dir super cool. Und es lohnt sich einfach 2, 3, manchmal auch 4, 5 Jahre wirklich Vollgas zu geben. Und dann hast du Gleitflug und dann genieß einfach deinen Erfolg. Aber genieß es bereits schon auf dem Weg dorthin. Das ist ja schon faszinierend, ja? Sehr schön. Meine letzte Frage an Sie. Sie machen ja auch Arbeit für Menschen und wollen Menschen was mitgeben. Also Sie kommen ja aus dem Herzen, kommen vom Beitragen, wie ich immer so schön sage. Was ist denn Ihr wichtigste Botschaft an die Challenge-Teilnehmer, dass die ihr Lebenspotenzial wirklich anpacken und umsetzen? Vielleicht auch aus ihrem Erfolgsweg. Wir alle haben ja Prüfungen, Herausforderungen überwunden, um da zu stehen, wo wir heute stehen. Was ist der wichtigste Tipp, den Sie am Ende hier noch in den Äther schleudern können? Ja, okay. Der wichtigste Tipp ist für mich ganz einfach. Also einmal, glaub an dich und zelebriere noch so sehr jeden kleinen Erfolg. Das ist leider das, was viele vergessen. Das ist wie wenn du hier, ich bin jetzt gerade in den Schweizer Bergen, du möchtest gerne auf den höchsten Berg aufsteigen und du musst die Zwischenziele auch feiern. Du musst dankbar sein, du musst glücklich sein. Dankbar ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich aber immer nur mein Ziel sehe, dann bin ich immer nur frustriert, weil dann sehe ich nur die kleinen Wege, die ich gegangen bin. Blicke ich aber zurück, halte inne und feiere. Und das ist so wichtig, diese Celebration, das kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Mach immer eine Celebration, mach einen Stopp, wenn du kleine Etappensiege hast. Und das stärkt dich ungemein, dann hast du immer mehr Lust auf Celebration. Und warte bitte nicht darauf, dass andere Menschen dich loben und sagen, ey, cool gemacht. Das werden die am Anfang nicht machen. Du musst dich selber feiern, jeden kleinen Zwischensieg. Und dann kriegst du so viel Energie und plötzlich bist du richtig hungrig danach und irgendwann merkst du, boah, jetzt kann ich nichts mehr aufhalten und dann geht's ab zum Gipfelhof. Ja. Super, denke ich, gerade für uns im deutschsprachigen Raum ein wichtiger Tipp. Denn wir sind ja, sage ich immer, getrieben nach Erfolg, aber wir feiern unsere Erfolge nicht mal, selbst wenn es Millionen Erfolge sind. Weil es reicht ja nie. Immer hat einer eine größere Yacht, ein dickeres Bankkonto oder Auto, was immer. Ich denke, Herr Krameri, ganz wertvolle Tipp, Impulse und Inspiration für unsere Challenge-Teilnehmer. Und die von wegen Celebration sind ja jetzt die Tage, wo man Zeit hat, sich, seine Familie, sein Leben zu feiern. Und das ist auch schon mein Wort an die Challenge-Teilnehmer gerichtet. Nehmen sich zwischen den Feiertagen auch mal Zeit für ihre Lieben natürlich, aber auch für die wichtigste Person in ihrem Leben, nämlich sie selbst. Und schauen sich an, was habe ich in 2016 erreicht, was habe ich
an neuen Kontakten geknüpft, an kleinen und großen Erfolgen gemacht. Machen Sie eine Jahresbilanz, das ist mein Tipp. Bei den meisten werden es 2, 3 DIN A4 Seiten, klein vollgeschrieben. Und aus diesem Anschauen des eigenen Wachstumsweges mit den Augen des Respekts, der Selbstachtung, der Selbstliebe, kann dann die Inspiration und der Mut entstehen, sich wirkliche Ziele für 2017 zu setzen. Denn eins ist ganz klar, jede große Leistung begann mit der Entscheidung eines Menschen für ein erhabenes Ziel. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche. Erkennen Sie Ihr wahres Lebenspotenzial, setzen sich großartige Ziele, verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Mein Name ist Dirk-Michael Lambert und ich verspreche Ihnen, wenn Sie zur Challenge kommen, machen wir die nächsten 12 Monate zur wachstumsstärksten Zeit Ihres gesamten Lebens. Das war's für heute. Wir sehen uns hier im Jahr 2017. Ja, und dann wünsche ich euch auch super, super coole Feiertage. Es ist ganz, ganz wichtig, in sich einzukehren. Und vielleicht mein wichtigster Tipp, nehmt jetzt an der großen Challenge teil, nehmt am Gewinnspiel teil. Es gibt Preise über 100.000 Euro. Auch ich stifte hier 20 Plätze zum Seminar. Fange endlich an zu leben. Das Seminar kostet 1.470 Euro. Das ist das, was ich dazu gebe. Und ich freue mich riesig, weil das Leben ist nicht unendlich. Das Leben ist endlich. Das heißt, irgendwann ist das Leben vorbei. Und wie schön, wenn du sagen kannst, wow, ich habe mein Leben gelebt. Das ist so mein allergrößter Herzenswunsch, weil wir sind alle auf die Welt gekommen mit einer Berufung. Nicht zufällig, sondern wir haben eine Berufung. Und wenn wir diesem Beruf folgen, wenn wir uns leben, dann ist der Erfolg definitiv für uns da. Und das wünsche ich jedem einzelnen Teilnehmer. Und jetzt macht am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich echt. Ja, und euch allen, die hier teilgenommen habt, ich finde das super, super cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns 2017 auf der Challenge. Und ich freue mich riesig, riesig auf euch. Nutzt einfach diese Hammer, Hammer Chance. Auch Herr Lambert, Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie diese tolle Möglichkeit aufgebaut haben für die Leute da draußen. Und dass Sie auch Top-Experten eingeladen haben. Das finde ich einfach cool, weil gemeinsam können wir ganz, ganz, ganz viel machen. Und ich freue mich, dich auf der Challenge 2017 zu sehen. In diesem Sinne, tschüss, bye, bye.